Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Führungskraft und einem Unternehmer? Gibt es den überhaupt? Antwort: Ja. Führungskraft und Unternehmer repräsentieren zwei verschiedene Rollen und damit auch Verantwortlichkeiten in der Gesellschaft. Wir springen heute mal rein, nehmen mal die beiden Begriffe auseinander, weil auch wenn du vielleicht beides bist, sollte dir schon bewusst sein, was ist der Unterschied, was sind die Gemeinsamkeiten und was bedeutet das denn ganz konkret, wenn ich jetzt Führungskraft bin und oder Unternehmer, weil auch das ist ein Aspekt, den wir mal tatsächlich klären sollten. Witzige Anekdote an dieser Stelle und damit erstmal hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Laura Klimetzki, ich bin studierte Psychologin und Führungskräfte-Coach. Und irgendwann mal kam ein Geschäftsführer zu mir und meinte so, ja, hey Laura, du arbeitest ja mit Führungskräften, gell? Warum sagst du eigentlich immer Führungskräfte und Unternehmer? Das verstehe ich nicht, du machst doch nur Führungskräfte. Und dann habe ich gesagt, was bist du denn? Und dann sagte er, ja, ich bin Unternehmer. Sag ich, witzig, wie viele Mitarbeiter hast du? Und dann sagt er so, 40. Sag ich, cool, und wer führt die? Dann sagt er, ich und meine Führungskräfte? Sag ich, witzig, also bist du Führungskraft auch von Mitarbeitern oder bist du Führungskraft von Führungskräften? Sagt er, ja. Ich so, damit bist du beides. Du bist nicht nur Unternehmer, sondern du bist auch Führungskraft. Und dann saß er kurz da und sagte, und was ist jetzt nochmal genau der Unterschied? Als Unternehmer bist du oft auch derjenige, der das Unternehmen gründet, aber vor allem bist du dafür verantwortlich, dass die Unternehmung, die du startest oder für die du die Verantwortung bekommst, gut läuft. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Du bist dafür verantwortlich, dass das, was du produzierst, funktioniert, was auch immer das ist. Das kann ja eine Dienstleistung sein, das kann ein physisches Produkt sein. Das kann eine Beratung sein, was auch immer das dann ist, aber du bist dafür verantwortlich, dass das klappt. Plus du trägst tatsächlich auch das Risiko dafür, wenn es nicht klappt. Klar kriegst du auch die Lorbeeren am ehesten, wenn es dann funktioniert. Und meistens hast du dann auch an der Unternehmung den größten Anteil, zumindest wenn du das Ganze selber gestartet hast. Das ist so deine Rolle als Unternehmer. Beispiel, du bist Unternehmer und entwickelst eine App, die du in den Markt bringst. Dafür brauchst du vielleicht auch App-Entwickler, du brauchst vielleicht Leute, die in der IT Ahnung haben, du brauchst Leute, die von Marketing Ahnung haben, du brauchst vielleicht auch Geld. Das heißt, du bist tatsächlich hier für das Ganze der Ressourcenbeschaffer, musst irgendwie schauen, dass du das in ein System unterbekommst und am Ende auch im Idealfall die Wirtschaftlichkeit auch hochhältst. Ja, was bringt dir das geilste Unternehmen, wenn du ständig nur Minuszahlen machst? Herzlichen Glückwunsch, dann bist du vielleicht Unternehmer, aber nicht der Beste. Wenn wir über eine Führungskraft sprechen, dann haben die meisten Leute eine Person im Kopf, die schon in einem etablierten Unternehmen arbeitet und die Verantwortung für zum Beispiel Mitarbeiter trägt. Okay, fein. Als Führungskraft trägst du auf jeden Fall die Verantwortung für die Mitarbeiter, du trägst aber auch die Verantwortung, die Ziele, die man dir gibt, ordentlich umzusetzen. Das heißt, es kann sein, dass es einen Unternehmer gibt und der ist losgelöst von der Führungskraft. Und der Unternehmer sagt, hey, das unternehmerische Ziel ist X, dann soll die Führungskraft, in diesem Fall zum Beispiel der Geschäftsführer, das Ganze sauber umsetzen. Das heißt, die Abteilungen koordinieren und leiten, Aufgaben verteilen, Ressourcen auch wieder tatsächlich in die Planung besser umsetzen, schauen, dass die Leute motiviert sind, schauen, dass wirklich auch die Unternehmensziele erreicht werden. Das heißt, es kann sein, dass tatsächlich der Unternehmer und die Führungskraft getrennt sind. Oft vermischt sich das Ganze aber, weil derjenige, der oft ein Unternehmen gründet und dann die ersten Mitarbeiter einstellt, logischerweise dann auch nicht nur für die Idee und die Ressourcen dazu verantwortlich ist, ja, die zur Verfügung zu stellen, sondern eben dann auch derjenige ist, der das Ganze exekutiert, also Executive ist. Executive ist eben dann auch eine Führungskraft auf Deutsch, jemand, der tatsächlich die Umsetzung startet und in die Umsetzung kommt, weil die beste Idee bringt ja auch nichts, wenn du die PS nicht auf die Straße bekommst. Was ist also jetzt der gemeinsame Nenner von einem Unternehmer und von einer Führungskraft? Punkt Nummer 1, Ziele müssen erreicht werden. Punkt Nummer 2, Verantwortung muss getragen werden. Und Punkt Nummer 3, du musst am Ende dann tatsächlich ja auch Entscheidungen treffen, die helfen, von A nach B zu kommen. Es kann sein, dass wenn du in einem etablierten Unternehmen landest, dass du einfach nur Führungskraft bist. Es kann aber auch sein, dass du gründest und mit mehr Mitarbeitern vom Unternehmer zur Führungskraft wirst. Du siehst also, es ist also eine verschwimmende Grenze, die ineinander fließen kann. Deswegen, wenn du gerade Unternehmer bist und denkst, hey, ich habe ein paar Mitarbeiter, stimmt, vielleicht wird dir dann auch klar, dass du nicht nur Unternehmer bist, sondern auch vermutlich Führungskraft. Und da das Gespräch erst neulich stattgefunden hat, möchte ich dir auch hier wieder aus dem Nähkästchen etwas zeigen und erzählen. Ich saß in einem Gespräch mit einem Unternehmer, der schon 3 Unternehmungen hochgezogen hat. Also 3 GmbHs gegründet hat, darüber eine ordentliche Holding gesetzt hat und der dann gesagt hat, hey Laura, wenn du mich fragst, wie man ein Unternehmen gründet, wie man die Leute beschafft, wie man das Ganze tatsächlich initiiert, bin ich der Mann dafür.
Allerdings habe ich gar keine Ahnung, was man danach macht. Im Sinne von, wie genau führt man denn jetzt die Leute? Wie macht man das mit den Mitarbeitergesprächen? Wenn ich jetzt eine Führungskraft engagiere und die hat auch keine Ahnung, wie kann ich der dann helfen, die eigenen Leute gut zu führen? Antwort, indem du demjenigen jemanden an die Seite gibst, der genau diese Lücke schließt. Der also zeigt, wie Mitarbeiterführung funktioniert, welche Führungsstile es grundsätzlich gibt, der Person als Sparringspartner zur Verfügung steht, Prozesse etabliert, die auch hilfreich sind in der Führung, wie zum Beispiel das Etablieren von ordentlichen Mitarbeitergesprächen und Feedbackgesprächen, bis hin zu, okay, wie geht man mit zwischenmenschlichen Konflikten um? Weil da hat der Unternehmer gesagt, Laura, da bin ich raus, da hätte ich gerne jemanden, der sich darum kümmert. Und dreimal darfst du raten, wer das macht. Ganz genau.